Nachdenkseiten. Die kritische Website. Einstein im Bundestag von Oskar Lafontaine. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach im Deutschen Bundestag. Die Mehrheit der Abgeordneten bestätigte Albert Einstein. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Zu Beginn zitierte die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas passenderweise den ukrainischen Schriftsteller und Faschisten Sergei Sadan, der die Russen als Unrat, Tiere und Schweine bezeichnet. Wer sich im Raum des Krieges befindet, macht keine Zukunftspläne. Denkt nicht weiter darüber nach, wie die Welt von morgen aussehen wird. Ohne es zu wollen, hatte die SPD-Politikerin Baas damit das Ergebnis des Zelensky-Besuchs im Deutschen Bundestag zusammengefasst. Der entscheidende Satz seiner Rede lautete: Die Zeit der Kompromisse ist vorbei. Damit sagte der Präsident, der Verhandlungen mit Russland per Dekret verboten hat, der Krieg, das Sterben in der Ukraine und das Zerstören des Landes werden endlos weitergehen. Zelensky fordert ultimativ, dass die Atommacht Russland ihre Truppen aus dem Donbass und der Krim wieder zurückzieht. Diese Forderung ist, wie die ganze Welt mit Ausnahme der USA und ihrer Vasallen weiß, fernab jeder Wirklichkeit. Und auf die Idee, dass die russischsprachige Bevölkerung auf der Krim und im Donbass ein Mitspracherecht hätte und darüber abstimmen müsste, ob sie nach dem jahrelangen Krieg Kiews gegen die russischsprachigen Bevölkerung mit 14.000 Toten zur Ukraine gehören will, kommen weder Zelensky noch die ihn unterstützenden Parteien im Bundestag. Welch ein Segen wäre es für die ukrainische Bevölkerung gewesen, wenn Zelensky vor 2 Jahren nicht dem Drängen des US-Präsidenten Biden und dem damaligen britischen Premierminister Johnson nachgegeben und das für die Ukraine vorteilhafte Abkommen zur Beendigung des Krieges unterschrieben hätte. Dass die Mehrheit des Deutschen Bundestages am Ende einer Rede einen Präsidenten mit stehenden Ovationen feiert, dessen Politik zu einem nicht enden wollenden Sterben der Menschen und der Zerstörung der Ukraine führt, bestätigt Albert Einstein. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.